P&O werden nicht so viele von euch kennen, und zwar ist das eine britische Reederei, aber es gibt seit einiger Zeit auch einen deutschen Katalog und man versucht die Reisen also auch hier in Deutschland zu verkaufen. Und es gibt einen ganz interessanten Neubau, den ich mir mal angeguckt habe, und zwar die P&O Britannia. Die ist weitgehend baugleich mit der Royal Princess und der Regal Princess, und wie es da an Bord so aussieht, das gucken wir uns jetzt mal an. Und was ist der wichtigste Ort auf einem Schiff? Na klar, das Pooldeck, zumindest aus der Urlaubersicht. Ja, und da sehen wir schon das Pooldeck auf der P&O Britannia mit zwei relativ großen Pools. Das Ganze wirkt ausgesprochen aufgeräumt und ja, relativ viel Grün gibt es zu sehen. Das Ganze, ich habe es jetzt nicht angefasst, ist aber glaube ich alles nur aus Plastik. Ja, aber gut. Also an dem Tag war es dann nun auch so, dass da überhaupt gar keiner lag, weil es auch ganz schön kalt draußen war. Also die Sonne täuscht. Ja, hier bekomme ich Essen zum Mitnehmen, Grab and Go, also Sandwiches oder so. Und hier wird dann beispielsweise Eis verkauft. Das hier ist der Serenity Pool. Hier geht es ruhiger zu, also kein Lärm dort. Und das hier ist so ein extra Bereich, The Retreat. Den kann ich für einen halben Tag buchen. Und dort geht es ein bisschen exklusiver zu. Ja, also wenn ich mich mal entspannen will, kann ich den buchen. Und hinten raus noch ein weiteres Deck. Und zwar mit einem Pool und auch Möglichkeiten zum Entspannen. Ja, sportlich aktiv werden kann ich auch. Ein relativ großes Feld, um beispielsweise Basketball zu spielen. Oder aber Fußball sollte sicherlich auch klappen. Wir gucken mal rein ins Fitnessstudio. Ja, da habe ich nun die üblichen Möglichkeiten, ob ich mal mit freien Hanteln trainieren möchte, aufs Laufband möchte oder auf ein Spinning-Fahrrad, oder ich kann auch gleich hier Kurse besuchen, Spinning oder aber diese Bänder, die da hängen. TRX ist ja sehr angesagt im Moment. The Cookery Club, hier finden Kochkurse statt für bis zu 24 Personen, 2 Stunden lang. Von der Gestaltung her sehen wir schon hochwertige Küchengeräte, die dort verwendet werden. Das Ganze natürlich aber auch nur gegen Aufpreis. Und da gibt es dann unterschiedliche Themen, wie beispielsweise europäische Küche oder Backen zum Beispiel. Ja, jetzt gucken wir mal in die Bereiche für Kinder und Jugendliche rein. Also von der Gestaltung her sehr liebevoll, wie ich finde. Das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, eine Tanzfläche hier mit lustigen Effekten auf dem Boden, wenn man sich da bewegt. Dann eine Nursery sozusagen, ein Bereich für die ganz Kleinen und die etwas Größeren, die dort spielen können. Ja, das ist hier ein Konferenzraum, wenn wir mal weitergehen auf dem Schiff. Und The Crow's Nest ist ein Bereich nach vorne raus, so eine typische, ja, ich sag mal, Lounge, Bar mit Klaviermusik und insgesamt sehr, sieht man schon, gediegener Atmosphäre. Horizon Restaurant, das Buffet-Restaurant, ja, von der Gestaltung her, also der Tisch hier sieht ein bisschen bieder aus, aber auch hier, wenn wir uns mal umgucken, klare Strukturen, alles so in Inseln angeordnet und durchaus auch ganz appetitlich angerichtet. Das war dann der Nachmittagstee beispielsweise. Ja. Und ja, da gibt es dann natürlich auch Getränke kostenlos, wie Kaffee oder aber Tee. Diese Schubladen, die kennt ihr von AIDA bestimmt, ne? Da gibt es die auch, ja, wo dann der Tee drin aufbewahrt wird. Finde ich eigentlich ganz gut. Sunset Bar, das ist nochmal so eine Außenbar hinter dem Buffet-Restaurant, wo man es sich dann auch gut gehen lassen kann. The Life Lounge, da ist abends richtig was los gewesen. Wir gucken jetzt mal in die Leere rein. Das ist so eine übliche, ja, Mischung aus Disco und Bar, wo es dann eben auch Live-Musik gibt, wo getanzt wird, und es wurde an dem Abend heftigst getanzt. Das Sindhu, wird das glaube ich ausgesprochen, ist ein Inder. Gegen Aufpreis kann man dort essen. Und das sind die Fotostationen. Wenn ihr also fotografiert wurde, die Fotos werden nicht mehr ausgedruckt, sondern sie sind dort auf Bildschirmen und dann kann man sie angucken und dann bestellen. Das Studio, The Studio, soll so eine Art Fernsehstudio sein, ein zweiter Ort eben für Spielshows beispielsweise. Und das ist das Atrium. Das kann sich wirklich sehen lassen, ein richtiges Atrium mit Wow-Effekt, mit einem Coffeeshop beispielsweise, Java Café. Die Snacks gibt es kostenlos, der Kaffee kostet extra. The Glass House, da kann ich mir nun kleine Speisen gegen Aufpreis servieren lassen. Oder aber das Entscheidende natürlich, ein Glas Wein trinken. Und da ist die Auswahl wirklich richtig groß. Ja, Gestaltung auch hier gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es wirklich mal in die Kommentare. Eis kostet dort extra. In diesem Atriumsbereich kann ich aber auch essen. Also, das ist von der Gestaltung her wirklich, wirklich wunderschön geworden im Großen und Ganzen. Der Crystal Room. Ja, Bar, Lounge und das mit Live-Musik. Also, das so fast Big Band-Sound. Ne? Wobei Big Band, weiß ich gar nicht, ob man eine gewisse Anzahl an Leuten braucht. Aber
das kann sich wirklich sehen und hören lassen. Also das ist hier so ein etwas stylischer Raum, auch tanzen beispielsweise. Gucken wir mal ins Theater. Da habe ich mir eine Show angucken können. Was auffällt, es gibt hier auch diese riesigen LED-Wände auf der Bühne, wie wir die ursprünglich mal von der AIDA Sphinx-Klasse, AIDA Diva und so kannten. Aber hier noch, auch wenn man das nicht so ganz sehen kann, viel größer meiner Ansicht nach. Also ja, das ist wirklich für die Reederei eine praktische Geschichte, denn dann brauchen sie nicht so viele Kulissen vorhalten. Brodies, ja, das ist so ein typischer Pub. Der sieht jetzt tagsüber so ein bisschen unscheinbar aus, aber am Abend, kann ich euch sagen, war es da richtig voll und da war wirklich ganz schön was los. Also Brodies soll ein bisschen an den Gründer erinnern von P&O, der nämlich Brody hieß. Casino, mittelgroß oder klein, wie man es nimmt, also nicht so wie auf den Ami-Schiffen, so ganz gewaltig riesig. Und als ich da mitgefahren bin, wurde auch nicht richtig gespielt, sondern es wurde nur geübt. Ja, also Spieler filme ich normalerweise nicht. Der Trend zu mehr Shops auf Kreuzfahrtschiffen setzt sich auch auf der P&O Britannia fort und auch hochwertigen Waren, die man dort kaufen kann, aber Souvenirs gibt es natürlich auch. The Peninsula Restaurant ist eines der drei Hauptrestaurants mit offener Tischzeit sozusagen. Dort habe ich gegessen. Das war einmal pochiertes Ei mit grünem Spargel. Das war sehr lecker. Eine ausgesprochen gute Pilzsuppe. Das Champagner-Sorbet, das war nur so mittel. Und der Hummer, der war butterzart, also richtig lecker. Und Nachtisch war Tartatin mit Birne und tollem Vanilleeis. Und ein Nachtisch reicht ja nicht, nein. Da habe ich hier noch so einen Mousse au Chocolat-Kuchen. So, also das hat mir gut gefallen. The Oriental Restaurant ist auch ein Hauptrestaurant. In diesem Fall aber mit einer festen Tischzeit, die ich wählen kann. Und The Meridian Restaurant ist das dritte Hauptrestaurant. Und da habe ich wieder offene Tischzeit. Also da kann ich essen, wann ich möchte. The Limelight Club, ganz interessant, ist ein Aufpreisrestaurant, aber gar kein Restaurant nur, nein. Sondern es finden hier auch Vorführungen statt. Es findet hier Musik statt. Ja, und man soll dort also den ganzen Abend verbringen, deswegen gibt es also auch eine Bar, wo man sich dann noch aufhalten kann. Klingt nach einem ganz spannenden Konzept, konnte ich aber nicht ausprobieren. Ja, die Rezeption sehen wir hier und jetzt gehen wir nochmal in den Spa-Bereich, Oasis Spa and Health Center. Ja, logischerweise alles, was wir da sehen, gegen Aufpreis. Zum einen die Behandlungsräume, auch nach außen raus. Und dann sehen wir hier so spezielle Liegen, ja, die gewärmt werden, wo ich drauf entspannen kann. Das hier ist eine der Saunen, also die nur gegen Aufpreis. Und das ist dann hier noch so ein ganz interessanter Pool, wo ich mich dann entspannen kann. Ja, ihr habt schon gemerkt, mir hat es ganz gut gefallen im Großen und Ganzen. Ich kann so richtig schrecklich viel über das Produkt, über P&O jetzt eigentlich nicht sagen, denn ich bin also tatsächlich nur eine Nacht an Bord gewesen und da ist das natürlich relativ eingeschränkt, was man so an Eindrücken bekommt. Also guckt euch aber auf jeden Fall vielleicht mal die Angebote an in der Videobeschreibung oder jetzt auch eingeblendet findet ihr einen Link und dann könnt ihr mal gucken, vielleicht ist da ja das ein oder andere für euch dabei. P&O hat so Marktanalysen gemacht. Für wen könnte das eigentlich in Deutschland interessant sein? Und man will sich da so ein bisschen fokussieren auf Menschen, die beispielsweise gerne in England Urlaub machen. Ja, also das mal so, nur so am Rande. Aber so richtig schrecklich viele Passagiere hatten die bislang aus Deutschland nicht. Also mir sagte jemand, das war 2014, waren das ungefähr so vielleicht 1000. Ja, also nicht so schrecklich viel, aber wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere ja von euch Interesse. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so jetzt davon haltet. Also ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Nicht vergessen, Donnerstag ist Schiffstestertag.